Wir schauen nach Israel. Ministerpräsident Netanyahu gerät nun international immer weiter unter Druck. Auch die Verbündeten fordern inzwischen, von weiteren Bodenoffensiven abzusehen und die zivile Bevölkerung zu schützen. Denn es passieren eben auch Fehler, die eigentlich nicht passieren dürfen. Kleinlaut musste der israelische Ministerpräsident zugeben, dass man versehentlich zivile Helfer getötet hat. Und auch die mutmaßlich durch Israel vorgenommene Bombardierung der diplomatischen Vertretung Irans in Syrien ist ein klarer Verstoß gegen diplomatisches Protokoll. Der israelische Regierungschef Netanyahu gerät in Bedrängnis. Nach den Terroranschlägen der Hamas standen die Verbündeten ihm bei, warnten aber jetzt davor, die Bodenoffensive fortzusetzen und noch mehr tote Zivilisten zu riskieren. Nun muss Netanyahu eingestehen, seine Armee hat unschuldige Helfer in den Tod gebombt. Leider kam es zu einem tragischen Fall, bei dem unsere Streitkräfte unabsichtlich unschuldige Menschen im Gazastreifen trafen. Das passiert im Krieg. Wir werden alles tun, damit so etwas nicht noch einmal geschieht. Der US-Präsident reagiert ungewöhnlich harsch. Er habe Israel gewarnt und Israel habe auch nicht genug getan, um die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen. Der Präsident hielt es für wichtig, den enormen Beitrag anzuerkennen, den World Central Kitchen für die Menschen in Gaza und auf der ganzen Welt geleistet hat. Der Präsident erklärte, er werde Israel deutlich machen, dass humanitäre Helfer geschützt werden müssen. Wellen schlägt auch der Luftschlag in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Die israelische Luftwaffe soll ein Nebengebäude der iranischen Botschaft pulverisiert haben. Das ist gegen den diplomatischen Kodex. Botschaften gelten als Tabu. Doch die Versuchung war zu groß. Israel tötete damit wichtige iranische Strippenzieher. Dieser General Rezi, der ausgeschaltet wurde, ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Funktionär gewesen. Also von der Hezbollah bis hin zu schiitischen Milizen, bis hin zu der Hamas im Libanon, dass die im Endeffekt mit Waffen beliefert werden und dass die für Terror und für Krieg sorgen. In Washington vielleicht Genugtuung, aber die iranische Reaktion wird nicht lange auf sich warten lassen. Einen Flächenbrand will man vermeiden. Das Pentagon stellt klar. Nun, wir haben in privaten Kanälen an den Iran sehr deutlich gemacht, dass wir nicht für den Angriff in Damaskus verantwortlich sind. Ich möchte noch einmal betonen, dass die USA an diesem Angriff nicht beteiligt war und wir im Voraus keine Kenntnis davon hatten. Also ich belasse es einfach dabei. Beobachter sprechen von einer kalkulierten Eskalation Israels. Nächste Woche wird eine israelische Delegation nach Washington reisen. Dabei könnte es auch zu einem Treffen des israelischen Ministerpräsidenten mit US-Präsident Joe Biden kommen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.